Hallo und guten Morgen an diesem Montag. Diese Woche ist Manu zu Hause, der hat nämlich Urlaub. Das heißt, er kann mir schön so ein bisschen was im Haushalt abnehmen. Wir haben aber auch so ein bisschen Zeit für uns eingeplant. Also morgen werden wir zum Beispiel zusammen frühstücken gehen und am Mittwoch ist ja bei uns in Sachsen Feiertag. Da sind auch die Kinder zu Hause. Haben wir nochmal einen schönen Familientag. Und Freitag machen wir einen Pärchentag. Da bringen wir früh die Kinder in den Kindergarten und dann sind wir weg. Und machen Wellness, freue ich mich schon sehr drauf. Und ihr hattet euch gewünscht, dass ich euch mal wirklich direkt zeige, was ich eigentlich wirklich mache. Und das werde ich heute an diesem Montag tun. Jetzt muss ich aber kurz, wie üblich, erstmal früh morgens die Bude aufräumen. Und gefrühstückt habe ich auch noch nicht. Das mache ich jetzt erstmal. So, ich habe jetzt meinen PC angemacht und werde jetzt als erstes meine E-Mails checken. Und dann die Kamera auch hier an den PC anschließen und meinen Vlog vom Wochenende bearbeiten. Das ist jetzt das, was ich als allererstes mache. Alle möglichen Leute empfehlen einem immer, man soll seine E-Mails nicht am Anfang des Tages checken. Aber bei mir kommt da jetzt nicht so viel oder so. Und ich brauche das so ein bisschen zum Überblick, um zu wissen, was kommt eventuell noch die nächste Woche oder im Laufe der Woche noch für Arbeiten auf mich zu, also was für To-Dos muss ich vielleicht noch ergänzen, weil vielleicht irgendeine E-Mail kam mit irgendeiner Anfrage oder so. Deswegen ist das für mich immer ganz gut. Und manchmal warte ich ja auch einfach auf Sachen. Ich warte auf Dateien von Kunden oder ich warte auf Antworten, wo ich halt was nachgefragt habe oder so. Deswegen ist das für mich eigentlich wichtig und deswegen mache ich das auch wenn einem ständig davon abgeraten wird. Also die meisten sagen wirklich, man soll seine E-Mails dann am Ende des Tages checken, damit das halt nicht so viel Zeit raubt. Aber ich bekomme jetzt halt nicht hunderte von E-Mails, wo ich mir halt Zeit damit verplempere, die zu beantworten. Ich verschaffe mir hier wirklich nur einen kurzen Überblick. Ich bin jetzt auch schon fast am Ende angekommen. Also es geht wirklich schnell. Genau, und hier habe ich nämlich zum Beispiel gerade eine Antwort, auf die ich gewartet habe, was ein neues To-Do wird für die Woche jetzt. Und deswegen ist es halt zum Beispiel so wichtig, damit ich das dann weiter einplanen kann in die kommende Woche. Und das mache ich jetzt fertig. Und dann, wie gesagt, muss ich die Kamera anschließen und den Vlog vom Wochenende erstmal bearbeiten. So sieht es jetzt aus. Ich hatte ja mal erzählt, dass ich mehrere Einkommensquellen habe. Das habe ich letzte Woche erzählt, genau. Und darauf werde ich heute auch so ein bisschen eingehen. Und zwar ist eine Einkommensquelle meine Arbeit als virtuelle Assistentin. Und da habe ich mich auf zwei Bereiche spezialisiert. Das ist zum einen soziale Medien, also Facebook, Instagram, YouTube. Und da mache ich verschiedene Sachen. Also da schicken mir die Leute zum Beispiel ihre Rohdateien, jetzt Videos oder auch Tondateien. Ich bearbeite die dann und lade die hoch, halt als auf einem YouTube-Kanal oder auch als Podcast. Sowas mache ich zum Beispiel. Oder was ich jetzt zum Beispiel gerade fertig gemacht habe, ist, dass ich für Leute, die einfach wissen, okay, es ist wichtig, dass ich auf zum Beispiel Facebook aktiv bin. Jetzt muss ich mal hier gucken, kann ich hier gerade so parallel, geht das? Ah, perfekt. Die halt wissen, es ist wichtig für mich, auf Facebook aktiv zu sein. Dort bekomme ich, ach, das war jetzt Quatsch. Dort bekomme ich auch mehr Reichweite, dort erreiche ich neue Leute. Und aber einfach keinen Bock haben, sich damit nicht identifizieren können oder auch einfach keine Zeit haben oder nicht wissen, was sie posten sollen, da übernehme ich das zum Beispiel, dass ich die Facebook-Seiten zum ersten Mal erstelle und dann auch wirklich mit Content pflege. Entweder denke ich mir diesen Content wirklich aus, also ich entscheide selbst, was ich da poste, oder aber es gibt auch Leute, die mir das wirklich zuschicken mit Bildern und Texten und sagen, ey, aber hier, ich kenne mich mit dem Technischen einfach nicht so aus, mach das bitte für mich. Auch sowas mache ich und das habe ich zum Beispiel jetzt gerade gemacht. Und das ist dieser Social-Media-Bereich und dann habe ich mich aber auch darauf spezialisiert, mit meiner Stimme zu arbeiten. Das heißt, ich habe schon E-Books vertont oder ich bekomme Online-Kurse zugeschickt. Das heißt, ich bekomme die Präsentation und spreche das dann für die Leute ein. Zum Beispiel, genau, sowas mache ich einfach auch. Und das ist halt der eine Einkommenszweig. Jetzt fehlt doch hier eine Datei. Ach nee, ist alles korrekt. Das ist der eine Einkommenszweig und der andere ist halt YouTube.
Da verdiene ich, das wisst ihr, mit den Werbungen, die hier über die, auf den Videos geschalten werden. Ich verdiene aber auch mit Affiliate-Links bei Amazon. Ihr findet in der Infobox so Affiliate-Links von Amazon. Und wenn ihr da draufklickt und darüber bestellt, sei es jetzt das Produkt, was dort verlinkt ist oder irgendein anderes, bekomme ich halt prozentualen Anteil daran, ohne dass ihr was mehr bezahlen müsst. Aber ich bekomme da halt so was Kleines. Das rechnet sich auch ganz gut. Und dann ist halt die dritte Einnahmequelle das Mama-Coaching. Und das ist auch das, was ich jetzt gleich mache. Ich bearbeite gerade noch den Vlog, der heute online kommen muss noch. und dann im nächsten Schritt werde ich mein Coaching vorbereiten, was ich jetzt gleich in 15 Minuten habe. Das werde ich jetzt noch ein bisschen vorbereiten, mir noch ein paar Stichpunkte machen, was wir heute thematisch durchgehen wollen. Und dann setze ich mich quasi da hinten auf meine Couch mit meinem Telefon und was Leckerem zu trinken und werde eine Stunde Coaching abhalten. Und genau, jetzt muss ich mich wirklich ranhalten, damit ich das jetzt noch in Ruhe vorbereiten kann. So, mein Video, das jetzt gleich online kommt, ist jetzt auch fertig bearbeitet. Sehr schön. Wir haben gerade mit Manu zum Mittag gegessen. Und ich mache jetzt hier noch ein paar Kleinigkeiten am PC, wie zum Beispiel dieses Video online bringen. Und ich wollte euch gerne noch was zeigen. Ich weiß gar nicht, wer von euch liest denn auch so richtige Mama-Blogs? Weil es gibt halt, ne, diese YouTube-Kanäle. Aber es gibt ja auch richtige Mama-Blogs. Damit hat ja alles angefangen. Ich möchte euch heute mal einen sehr guten zeigen. Und zwar ist es dieses Mama-Ding. Oh, meine Lampe. So, dieses Mama-Ding. Mein Alltag zwischen Bobbycar und Yogamatte. Finde ich super ansprechend schon mal. Und den mag ich voll gern. Also da könnt ihr euch gerne mal reinklicken. Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Den lese ich wirklich sehr, sehr gerne, dieses Mama-Ding. Es wird gerade unglaublich dunkel draußen. Voll krass. Muss ich gleich ein Licht hier drin anmachen. Mach doch mal, setz doch mal, lass uns doch mal einen kleinen Spaß machen. Setz doch mal irgendeinen lustigen Smiley jetzt in die Kommentare, wenn ihr den Vlog von heute, jetzt am Mittwoch, schon gesehen habt. Ich kann ja noch mal ein paar Worte zu dem Coaching verlieren. Also ich persönlich muss ja auch sagen, ich habe mich jetzt ein Jahr mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe mein Wissen gezogen aus Büchern, aus Hörbüchern, aus Podcasts, aus YouTube-Videos, aus Blogartikeln und aus Seminaren. Und ich bin der Meinung, man kommt halt irgendwann an so einen Punkt, wo das nicht mehr reicht. Also wo man in die Tiefe gehen möchte und wo man gerne jemanden hätte, oder so ging es mir jedenfalls, der das mit einem zusammen macht. Also es gibt halt manchmal auch so Themen, wo man sich nicht richtig rantraut, allein, wo man gerne jemanden an seiner Seite wüsste, der einem da durchhilft, oder wo man nicht richtig weiß, wie man das jetzt macht. Also man hat das alles gelesen und trotzdem hat man manchmal so dieses Wie, oder dass es dann an der Umsetzung scheitert, am Durchziehen zum Beispiel. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch einen Business-Coach und einen Life-Coach und ohne sie wäre ich nicht so weit, wie ich jetzt bin. Also mit ihr bin ich viel, viel schneller, viel, viel weitergekommen. Und natürlich ist das eine geldliche Investition. Aber wenn man jetzt mal das Mama-Coaching nimmt, ist das ja nicht zwangsläufig nur eine Investition in dich, sondern vor allen Dingen in deine Familie. Weil wenn es dir gut geht, geht es ja automatisch auch der Familie gut. Und deswegen muss man das dann manchmal... Ich habe selber einen Coach, ich weiß, wie das alles ist. Aber ich kann euch nur aus meiner Erfahrung sagen, ohne sie wäre ich niemals so weit gekommen. Und dafür sind Coaches da. Und deswegen boomt diese Branche auch so krass im Moment, wie ich finde. Und man verhilft als Coach eigentlich den Klienten zu einem Leben, das sie sich wünschen. Und ohne dich würden sie meistens da nicht hinkommen. Also so war es auch bei mir. Ohne meinen Business-Coach wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Auf keinen Fall, 100%ig bin ich mir total sicher. Ich kann euch jetzt schon verraten, dass ich Ende Dezember, Anfang Januar nochmal ein paar Coaching-Slots öffne. Das heißt, da vergebe ich nochmal 3 neue Coaching-Plätze. Habt ihr noch ein paar Wochen Zeit, euch das zu überlegen, ob das was für euch wäre? Ich werde dann einfach so eine kleine Bewerbungsrunde machen. Da muss man jetzt nichts Kompliziertes machen. Und genau, also Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres öffne ich nochmal 3 Coaching-Slots für dann 2018. Das ist mein Plan. Heute ist mit der Post ein neues Buch gekommen und das ist so, so geil. Das ist Der Achtsamkeitsbegleiter, ein Ausmalbuch mit kleinen Übungen für Entspannung und Gelassenheit. Und Achtsamkeit ist ja auch noch was, an dem ich weiß, dass ich da noch stark dran arbeiten muss. Sieht übrigens mal so schon mega toll aus. Und dann hat man halt immer ein Ausmalbild
Und dann noch ein Impuls dazu. Wir können ja mal das hier, das ist glaube ich auch das erste. Sobald du mit dem Ausmalen beginnen möchtest, konzentriere dich bewusst auf die Muster, die du siehst. Wie fühlst du dich in diesem Moment? In welcher physischen Verfassung bist du? Nimm deine Körperhaltung wahr. Beobachte deine Gedanken. Wenn du dann anfängst, versuch deine gesamte Aufmerksamkeit auf das Ausmalen zu richten. Voller Güte, Neugier und Aufgeschlossenheit. Wann immer du beschließt, auf diese Weise zu malen, bietet sich deinem Geist ein Zufluchtsort, der den Namen Achtsamkeit trägt. Mit ihr lernst du jeden Moment deines Lebens intensiver auszukosten und damit kannst du jetzt sofort beginnen. Voll schön. So geht das dann halt weiter. Hier hat man dann nochmal was zum Thema Dankbarkeit. Und hier lenkt deinen umherschweifenden Geist. Total schön. Und dann gibt es auch noch so ein paar Übungen hier zu Beobachtungen und Überlegungen, die man halt vielleicht in den vorangegangenen Übungen so gemacht hat. Und so zieht sich das dann weiter hindurch. Finde ich auch super als Einstieg, dass man so mal ganz locker flockig da so sich so reintasten möchte in Persönlichkeitsentwicklung, in Achtsamkeit. Super, super schön. Ich verlinke euch den Achtsamkeitsbegleiter auf jeden Fall mal unten in der Infobox, wenn ihr euch den mal ein bisschen genauer anschauen wollt. Top Gear mit den Ladies gucken. Na, mal sehen, wann wir dann heim sind. Die Kinder sind mit da. Wir werden aber gleich wieder losmachen. Denn wir haben jetzt noch Märchenprobe. Zum Nikolaustag am 6. Dezember machen wir Eltern ein Märchenstück für die Kinder im Kindergarten. Hänsel und Gretel. Und wir haben jetzt gleich noch Theaterprobe und nehmen diesmal auch die Kinder mit. Das passt schon. Und wenn wir da sind, ist dann wirklich nur noch Abendbrot, Bett gehen. Für die Kinder Feierabend, für mich noch nicht. Denn ich habe da noch so ein bisschen was vor. Es ist so krass, es ist wie letzte Woche. Letzte Woche im Vlog hatte ich ja dann auch abends so mega Kopfschmerzen. Und es fängt jetzt schon wieder an. Noch dazu schläft Svea sehr, sehr unruhig, weil sie erkältet ist. Eigentlich wollte ich jetzt noch einen Instagram-Livestream machen. Also nicht jetzt, aber in einer halben Stunde. Aber ich denke, das werde ich nochmal absagen, eben weil Svea so unruhig schläft und ich dann ständig halt zu ihr gehen müsste. Schade, 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 aber ja, diese Flexibilität wollte ich halt haben, dann auch entsprechend für meine Kinder da sein zu können. Deswegen werde ich mir jetzt nur noch ein bisschen Input hier geben in Form eines Videos zum Thema Positionierung. Und theoretisch müsste ich noch ein paar Meditationen aufnehmen. Aber es kommt jetzt darauf an, wie sich meine Kopfschmerzen so entwickeln. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch der Vlog wieder gefallen hat. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Oder ganz bald. Bis dann. Tschüss.